Herzlich willkommen zum Corona-Call heute am 11. Mai, ein verregneter Montag. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich ganz herzlich Frank Hommel, unseren Reporter in Freiberg. Hallo Sascha, grüß dich. Grüß dich, Frank. Frank, ja. Wir sprechen heute über Schausteller, also Menschen, die auf Volksfesten ihr Geld verdienen, mit einem Karussell oder einem Verkaufsstand. Warum es denen gerade nicht gut geht, liegt ja auf der Hand. Keine Volksfeste, keine Einnahmen. Und das mindestens bis weit in den Sommer hinein. Du hast mit einigen Schaustellern gesprochen. Wie schlagen die sich eigentlich gerade durch? Erzähl mal. Ja, eigentlich, also von durchschlagen kann eigentlich keine Rede sein. Die stehen vom Nichts. Ja. Kann man sagen, es gab natürlich die Soforthilfe, die aber denen in weiten Teilen nicht weiterhilft. Das heißt, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind zum Beispiel auf Rente oder sie kriegen einen Zuschuss von Hartz IV oder sie haben ihre Altersversorgung irgendwie aufgebrochen und verbrauchen jetzt das Geld, was sie sich eigentlich für später zurückgelegt haben. Oder sie haben ihre kleinen Verkaufsstände irgendwo aufgebaut und versuchen dann am Einkaufszentrum irgendwie mit Zuckerwatte und ein paar gebrannten Mandeln wieder rumzukommen. Aber das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man eigentlich irgendwie ein Karussell hat oder mehrere Karussells und entsprechend auch die Technik vorhält und so weiter, dass dann ein Verkaufsstand mit Zuckerwatte allein eigentlich nur irgendwie hilft, die Langeweile zu bekämpfen. Aber sonst nichts. Waren das Schausteller aus der Region, mit denen du gesprochen hast? Ja, das war also eine Familie aus Plauen, Familie Hammerschmidt, die ist im Burgland sehr bekannt, weil die eigentlich nur so im Burgland von über die Dorffeste tingelt. Also ja, aus dem Burgland kenne ich noch von meiner Kindheit. Ja, und dieselben Karussells, die schon vor 40, 50 Jahren dort irgendwie waren, die betreiben die immer noch und das ist sehr nostalgisch und liebevoll. Da ist es eben so, die Frau Hammerschmidt, der das jetzt gehört, sechste Generation, die da mit dem kleinen Stand am Elsterpark in Plauen steht. Und in der Zeit, in der ich bei ihr war, kam einer noch vorbei und hat mal Mandeln gekauft. Ich habe dann noch ein paar Gummiserien mitgenommen, so gemacht. Dann in Mittweida die Familie Katschmann, ein Riesenunternehmen mit viel Kinderkarussells und auch noch Schießbuden und anderen Ständen. Also sie haben ja meistens mehrere Standbeine auf so einem Platz. Mhm. Ähnlich Frank, Motor, der, ne? Ja, vielleicht ganz kurz zur nächsten Frage. Frank, den Tag, an dem bis zum 31. August alle Großveranstaltungen in Deutschland abgesagt wurden, den nennt der Schaustellerverband den Schwarzen Mittwoch. Sind eigentlich die Schausteller alle oder sind viele von denen nur sauer auf die Politik oder haben sie auch Verständnis für die Entscheidungen, die getroffen wurden? Ich habe jetzt jedenfalls mit niemand gesprochen, der irgendwie gesagt hat, diese ganzen Einschränkungen wären Quatsch. Und die sehen das ein, sie sehen die Lage so und sie wissen, was da notwendig ist und sie wissen, dass es gerade auf dem Volksfest extrem schwierig ist, irgendwie Kontakte hinterher nachzuverfolgen, wenn dann irgendwann sich herausgestellt haben, dass einer dort mit einem Coronavirus-infizierter Gast irgendwie zugegen war. Es ist klar, das kann man in einem Konzert vielleicht, kann man noch die Gäste aufschreiben, auf dem Volksfestplatz ist das nahezu unmöglich. Das ist ihnen alles bewusst und deshalb fordern die auch nicht irgendwie jetzt die Volksfeste so schnell wie möglich wieder hochzufahren, sondern sie fordern oder sie bitten den Staat um Hilfe, um über die Durststrecke zu kommen. Das ist, glaube ich, nicht nur so, irgendwie, es ist denen allen bewusst, dass auch das ab dem 1. September irgendwie in den Sternen steht, ob es überhaupt wieder losgeht und wenn dann irgendwie wie groß, irgendwie die große Fest ist, Oktoberfest ist ja auch erst nach dem 1. September gewesen, ist abgesagt. Wie eigentlich nahezu alle großen Volksfeste in Deutschland, also und sie hoffen noch irgendwie, dass vielleicht die Weihnachtsmarktsaison nicht ins Wasser fällt. Also so realistisch sind die, dass jetzt es eigentlich wahrscheinlich wohl um mindestens ein ganzes Jahr geht, bei dem die null Einnahmen haben. Gibt es denn über das, was du vorhin geschildert hast, was ja eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein war oder ist, gibt es denn Pläne für finanzielle Hilfen, die den Schaustellern das Überleben ermöglichen sollen? Oder haben die Schausteller ganz konkrete Forderungen, wie es ja in vielen Branchen inzwischen der Fall ist? Die haben konkrete Forderungen und zumindest also es geht darum, erstmal mit einer Sofortzahlung das Schlimmste abzuwenden. Man muss dazu wissen, dass die Technik dort, sagt zumindest der Schaustellerverband, größtenteils finanziert ist
Das kann man sich vorstellen, so ein Fahrgeschäft irgendwie, wenn man sich das anschaut, ist nichts, was man mal eben mal so einkauft und was man nicht mal eben sich zusammenspart, sondern das sind irgendwie Leasing- oder Kreditverträge, die das möglich machen, dort was zu kaufen und gerade für so ein kleines Familienunternehmen, und das sind ja meistens Familienunternehmen, heißt irgendwie, die haben relativ hohe Umsätze und relativ hohen Finanzbedarf und der Finanzbedarf wird für den bisherigen Hilfen überhaupt nicht abgedeckt. Deshalb ist jetzt die Förderung vom Verband zumindest erstmal 60% des Umsatzes für die Zeit von Mai bis Anfang September oder Ende August irgendwie vom Staat zu bekommen, um dort über erstmal nicht die Zeit bis dahin zu überbrücken, und die Zeit sollte man dann nutzen, um einen Rettungsschirm aufzuspannen, um genau zu gucken, welches Unternehmen hat welchen Bedarf irgendwie, und da laufen auch Verhandlungen jetzt gerade im Bundeswirtschaftsministerium, und ich hoffe natürlich sehr, dass das irgendwie erfolgreich ist, aber das kann jetzt im Moment noch keiner sagen, wie lange die Verhandlungen noch dauern. Und da geht es auch nicht nur um die Schausteller, sondern da geht es um alle möglichen Branchen, die bisher so ein bisschen durch das Raster fallen der Corona-Hilfen. Frank, ich danke dir für deine Auskünfte, war sehr interessant. Deine Recherchen als Geschichte zusammengefasst, morgen in der gedruckten freien Presse und natürlich dann auch online, wahrscheinlich schon im Laufe des Abends, kommt ein bisschen drauf an. Ich danke dir recht herzlich für diesen interessanten Corona-Call. Bleib gesund. Und ich glaube, wir hören uns nochmal wieder. Ne? Ja. Mach's gut. Und wir sehen uns auch hoffentlich bald. Ja, ich freue mich drauf. Mach's gut. Tschüss. Ciao, Frank.